Meereszentrum. Wir haben jetzt ein sehr großes Haibecken dazugekommen seit 2 Jahren. Das Becken hat 3 Millionen Liter und mit diesem Becken sind wir eines der größten Aquarien Europas geworden und das größte Aquarium Deutschlands. Auch dieses große Aquarium oder dieses große Becken muss regelmäßig gereinigt werden. Die Scheiben müssen geputzt werden, genau wie bei den kleineren Becken. Und das können wir natürlich nicht mit Magneten machen, sondern wir müssen in dieses Becken reingehen. Wir müssen tauchen, um die Scheiben zu putzen und das muss alle 2 bis 3 Monate passieren. Also um dort reingehen zu tauchen, müssen wir immer zu zweit sein und wir müssen einen Haikäfig benutzen. Wir sind dann 2 Taucher, einer steht auch noch vor der Scheibe als Sicherungsmann und der kontrolliert dann das, was wir im Becken selber machen. Unsere Haie sind mit der Zeit einfach immer größer geworden, sie wuchsen zusammen mit diesem Haus und wir standen dann irgendwann vor der Entscheidung, die Haie entweder abzugeben oder ihnen ein neues Zuhause zu geben. Und wir haben uns entschieden, dieses große Becken zu bauen und ihnen dort einen Lebensraum zu bringen, der ihnen wirklich der Natur nahe kommt. Wir müssen in diesem Becken tauchen, weil wir mit irgendwelchen anderen Putzmaterialien dort nicht rankommen. Wir kommen an diese großen, 3x8 Meter großen Scheiben nicht heran und müssen das dann praktisch per Hand von innen putzen. Aus Sicherheitsgründen müssen wir immer zu zweit tauchen, dass der eine den anderen sozusagen den Rücken frei hält, dass der eine die Haie beobachten kann, während der andere putzt. Was einem sofort auffällt, wenn wir dort tauchen gehen, ist eigentlich, dass die Haie in den ersten Minuten wirklich fast erschreckt sind, scheu sind. Sie gehen sehr weit entfernt. Erst nach einem Zeitraum von 10, 15 Minuten entwickeln sie wieder so viel Vertrauen, dass sie dann näher kommen. Die Neugier überwiegt sozusagen und dann werden wir dann auch ein bisschen näher beobachtet oder werden ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Also an den Wänden wachsen sehr viele Schwämme, aber auch Algen setzen sich daran ab. Auch gerade in dem Riffbereich auf diesen Steinen sind sehr viele Algen, sehr großes Algenwachstum, die wir dann immer regelmäßig absaugen müssen, gegebenenfalls auch mal mit den Händen runterwedeln müssen, um einfach da wieder den Bewuchs ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ich bin zum Meereszentrum gekommen, indem ich hier meine Diplomarbeit machen wollte. Ich hatte hier Bedingungen vorgefunden, ein sehr großes Haibecken, sehr viele Haie, die einfach optimal dafür waren. Und auch die Unterstützung des Hauses hat mir sehr geholfen, diese Diplomarbeit überhaupt das durchzuführen. Meine Diplomarbeit handelte über das Thema Schwimmgeschwindigkeiten und wie man daraus Rückschlüsse auf das Stressverhalten der Haie ziehen kann. Die Schwimmgeschwindigkeit ist ein sehr großer Indikator, ob die Tiere Stress haben. Schwimmen sie sehr langsam, haben sie keinen Stress. Schwimmen sie etwas schneller, dann sind sie natürlich gestresster. Das hat viele Gründe. Das kann zum einen daher rühren, dass die Beckengröße einfach zu klein ist. Es kann daher rühren, dass der Grundriss des Beckens nicht ideal ist für die Tiere oder auch einfach der Besatz zu hoch ist. Hier im Meereszentrum ist der Fall so, dass die Beckengröße durchaus ausreichend ist. Also ich habe festgestellt, dass die Tiere sehr, sehr langsam schwimmen. Sie haben regelrechte Phasen, in denen sie fast nur im Becken stehen. Und das lässt wirklich darauf schließen, dass die Tiere keinen Stress ausgesetzt sind, dass sie sich sehr wohl hier fühlen und dass wir ein Becken gebaut haben, was doch den Umgebungen in der Natur doch sehr ähnlich ist.